Ja, sehr verehrte Damen und Herren, guten Abend, liebe Freunde des Deutschen Museums Bonn. Mein Name ist Wolfgang Heckel, ich bin Mitarbeiter von Andrea Niehaus hier im Deutschen Museum in Bonn und bin immer sehr glücklich, wenn ich so einen schönen Tag wie heute ist ein schöner Tag, mit Ihnen zusammen feiern darf. Ich stehe hier, weil Frau Niehaus und Team eine fantastische Leistung an den Tag gelegt haben. Ihr Team hat es geschafft, den ersten Schritt, Herr Professor Pinkhaus, den ersten Schritt zum Digitalmuseum Nordrhein-Westfalen zu gehen. Noch vor kurzer Zeit hat man hier Bauzäune gesehen. Wir hätten uns gar nicht gedacht, dass es in Pandemiezeiten so schnell gehen kann, eine Transformation eines 25 Jahre alten jungen Museums zum Digitalmuseum zu schaffen. Ein Museum, das ist ja auch das Motto, erfindet sich neu. Diese Neuerfindung war nur durch eine gemeinsame Anstrengung aller, durch einen Kraftakt, könnte man wirklich sagen, aller Beteiligter möglich. Unsere Partner, allen voran Ministerium für Wirtschaft und Innovation, Digitalisierung und Energie des Lebens, des Landes Nordrhein-Westfalen. Ich danke und begrüße sehr herzlich unseren Minister, Professor Dr. Andreas Pinkwart. Er hat mir mal verraten, er ist ein Freund des Deutschen Museums geworden und geworden überhaupt im Leben, was er erfolgreich jetzt hingelegt hat, weil er schon als Junge im Deutschen Museum seine Leidenschaft gefunden hat. Und das geht, glaube ich, allen von uns so. Wir haben prägende Erlebnisse, die uns für das Leben bestimmen. Und eines der prägenden Erlebnisse, die wir im Deutschen Museum in Bonn bieten, ist für Kinder und Jugendliche, genau diesen Weg in der Wertschöpfungskette zu gehen. Entdeckungen, Erfindungen und deren marktliche Umsetzung. Das ist der Spirit, von dem Deutschland lebt, unser Export lebt. Und wir wollen mit unserem neuen Digitalmuseum in Bonn dazu beitragen. Ich begrüße für die Bundesstadt Bonn, freue mich sehr, dass die erste Bürgermeisterin, Frau Melanie Grabowy, heute hier unter uns ist. Ein wichtiges Signal, meine Damen und Herren, ist auch die großartige Unterstützung des Rhein-Sieg-Kreises. Herzlich willkommen, Landrat Sebastian Schuster. Wir kennen uns auch schon länger aus gemeinsamen Veranstaltungen. Das ist wunderbar, freue mich. Der Kreis Ahrweiler, ein ebenso herzliches Willkommen heute Abend. Ich hätte jetzt die neue Landrätin, Frau Cornelia Weigart, begrüßen wollen. Sie hat allerdings kurzfristig aufgrund der aktuellen Lage absagen müssen. Trotzdem, falls sie es im Stream sieht, herzlich willkommen. Danke, dass auch Sie an unserer Seite sind. Besonders danken möchte ich der Dr. Hans-Riegel-Stiftung, heute vertreten durch den geschäftsführenden Vorstand, Herrn Marco Alfter. Der Deutschen Telekom-Stiftung, die uns seit vielen, vielen Jahren begleitet. Ich habe gerade die Summe gehört, ich traue es mich gar nicht laut sagen, werden Sie später vielleicht sagen. Ein langjähriger Partner, heute vertreten durch den Projektleiter Johannes Schlarp. Kommt eventuell auch später, ist mir hier aufgeschrieben, die Kulturdezernentin des Landschaftsverbands Rheinland, Frau Dr. Corinna Franz. Ich hoffe, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes den Weg noch zu uns finden wird. Und last but not least, lieber Toni Casellas, ohne dich. Und den Förderverein wäre alles Makulatur, glaube ich, was hier in letzter Zeit so wunderbarerweise geschehen ist. Du hast mir von deiner Finca in Spanien erzählt. Mit 71 dürftest du eigentlich dort das Leben genießen. Aber wir freuen uns, dass du hier in Bonn das Leben noch viel mehr genießt und für unser Deutsches Museum in Bonn
zusammen mit all deinen Kollegen dich so wunderbar einsetzt. Allen anderen Unternehmensvertretern, die ich alle jetzt nicht namentlich nennen kann, aber den Verbänden auch, dem VDI, dem KI-Branchenverband, den Mitgliedern des Stadtrats und Landtagsabgeordneten, danke ich, dass Sie heute Abend hier sind, bei uns sind, die Transformation in ein neues Zeitalter, in das Zeitalter der sogenannten künstlichen Intelligenz, der Bericht darüber, was das eigentlich ist, das Mitnehmen der Menschen in die Zukunft, mit uns begleiten. Denn auch künstliche Intelligenz, wie jede Technologie zuvor, hat Chancen und Risiken, hat einen utopischen und einen dystopischen Teil. Wir werden auch heute Abend noch ein bisschen darüber diskutieren können. Dank Jens Böker, der uns heute Abend dann auch durch die Sendung führt. Das Schönste ist, dass Sie heute Abend alle sehen können, der Einsatz unseres Teams in Bonn hat sich gelohnt. Lieber Professor Pinkwart, am 25. September 2020 haben wir offiziell zusammen den Startschuss für die Mission KI des Deutschen Museums Bonn gegeben. Da war noch nicht viel zu sehen von der geplanten Transformation zum Forum Künstliche Intelligenz in Nordrhein-Westfalen offiziell. Aber trotz der Einschränkungen der Pandemie gelang es unserem kleinen, tüchtigen Team um Andrea Niehaus innerhalb weniger Monate große Teile des Museums neu zu gestalten. Mit warmen Farben, Sie haben es gesehen, mit neuen Teppichen, mit neuen Roll-ups. Besucherinnen und Besucher durch ein Vermittlungsangebot zu begeistern, welches in die Zukunft weist, welches in die Zukunft führt. Bitte applaudieren Sie nochmal für Andrea Niehaus und ihr Team. Das Forum hat also schon neue Formen angenommen. Der Start ist gelungen. Doch jetzt ist es an der Zeit, meine Damen und Herren, die Weichen für die weitere Zukunft zu stellen. Denn leider ist, muss ich sagen, trotz vieler Gespräche immer noch nicht gelungen, die Basisfinanzierung des Deutschen Museums Bonn wenigstens mittelfristig auf ein solides Fundament zu stellen. Es freut uns Museumsmacher natürlich, wenn wir von politischen Entscheidungsträgern der Region Komplimente für unsere Arbeit bekommen. Wer kriegt nicht gerne Komplimente? Aber davon kann Andrea Niehaus die laufenden Betriebskosten und die Gehälter ihrer Angestellten nicht bezahlen. Der Betrieb des Deutschen Museums Bonn kann auf Dauer nicht durch noch zu großzügige Projektförderung sichergestellt werden. So schön und hilfreich sie sind, das ist die Kür. Die Pflicht ist allerdings, dass es für diesen Ort der künstlichen Intelligenz, Public Outreach in Nordrhein-Westfalen, eine dauerhafte Grundfinanzierung gibt. Es wäre, glaube ich, ein befremdliches Signal, sowohl an Wirtschaft wie auch Wissenschaft und Gesellschaft dieser Region, wenn wir hier in Bonn jetzt nach einem so vielversprechenden Start die Türen unserer Zweigstelle wegen einer Finanzierungslücke, ich darf sagen, von 220.000 Euro etwa, schließen müssten, bevor wir die Mission KI hier so richtig Fahrt aufnehmen lassen. Bitte helfen Sie alle an dieser Stelle mit, dass das nicht passiert. Ich weiß mich mit Ihnen, dass Sie Verantwortung für die Gesellschaft in der Bundesrepublik tragen. Wir haben so viele Herausforderungen. Eine der Herausforderungen ist aber auch, unsere Jugend zu befähigen, zu übernehmen mal und es besser, richtiger zu machen, als es wir vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben. Das ist unser Anspruch schon immer, seit Oskar von Miller, unser Gründer, 1903 die Idee hatte, zur Entwicklung einer demokratischen Gesellschaft dadurch beizutragen, dass man Teilhabe von weitesten Teilen der Bevölkerung an der technologischen Entwicklung der Zukunft ermöglicht. Und jetzt übernimmt Jens Böker. Ja,
Lieber Professor Heckel, ganz herzlichen Dank und einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie hier sind, dass Sie sich Zeit genommen haben für unsere Mission Künstliche Intelligenz. Erleben, verstehen, mitgestalten. Dieser Spruch, dieser Slogan gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, herzlichen Dank an Professor Heckel und auch an Frau Dr. Niehaus, dass ich heute mit dabei sein darf. Das mache ich natürlich auch gerne, weil ich immer in unmittelbarer Nachbarschaft noch vor den pandemischen Zeiten hier nämlich im Konferenzraum K1 Technologiekonferenzen und das Bonner Management Forum, wo es ganz häufig um den Einsatz neuer Technologien ging, moderiert habe. Und nach den Konferenzen, und Andrea, da warst du ja auch oft involviert, habe ich dann die Gäste eingeladen zu einem kleinen Rundgang mit Führung durch das Deutsche Museum Bonn. Und die Reaktion war immer die gleiche. Nämlich erstens, hier gibt es ein deutsches Museum. Das war das Erste. Und das Zweite ist, die Leute waren begeistert von den Exponaten. Sie waren angetan von den vielen kleinen Hintergrundgeschichten. Und dieses Erlebbarmachen, das hat mir immer gut gefallen. Es braucht auch diese Begeisterung, um Technologie zu verstehen, einzuschätzen und einsetzen zu können. Und das ist ja gerade von unserem Metier der Betriebswirtschaftslehre immer wieder auch die zentrale Frage, was machen wir denn eigentlich auch damit? Und das ist ein immerwährender Kreislauf, neue Ideen und Technologien wie künstliche Intelligenz, Glasfasertechnologien, Data Analytics, 5G, was wir jetzt im Mobilfunk sehen, Robotik, erscheinen immer wieder neu auf dem Radarschirm. Und Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sind immer wieder aufs Neue gefordert, Chancen und Risiken abzuwägen und Einsatzmöglichkeiten aufzuzeigen. Ja, das Deutsche Museum Bonn kann hier natürlich einen wichtigen Beitrag leisten, etwas anfassbar, etwas erlebbar zu machen. Und das ist eben auch die Grundvoraussetzung für die Akzeptanz von Technologien in den Märkten beziehungsweise in einer Gesellschaft. So für heute Abend, was haben wir uns vorgenommen? Erstens, wir starten lokal, regional in der Politik. Dann geht es weiter mit der NRW-Landesperspektive. Und dann kommen wir zum Förderverein. Das wäre unsere kleine Agenda für die nächste Stunde. Wären Sie damit einverstanden? Ich sehe Nicken hier, da auch. Das ist auch ganz gut. Wir haben auch nichts anderes vorbereitet, muss ich sagen. Also wenn Sie jetzt den Kopf geschüttelt hätten, dann hätten wir hier ein kleines Problem bekommen. So, Sie wurden schon vorgestellt, erste Bürgermeisterin der Stadt Bonn, Melanie Grabowik. Kommen Sie bitte an meine Seite. Und auch Sebastian Schuster, Landrat des Rhein-Sieg-Kreises. Herzlich willkommen Ihnen beiden nochmal. So, jetzt starten wir mit der lokalen und dann regionalen Politik. Welche Rolle, ja bitte nehmen Sie das Mikrofon, genau, dann sind Sie besser zu verstehen. Welche Rolle spielt denn das Deutsche Museum Bonn für Bonn und für die Region? Fangen Sie mal an, aus Bonner Sicht. Ich bin total dankbar dafür, dass wir neben all den anderen tollen Museen, die wir haben hier in Bonn, auch ein Museum haben, das sich den Naturwissenschaften und der Technologie widmet. Es ist unglaublich wichtig, dass wir das, was ich gerade gesehen habe, das, was zusammenhängt mit der künstlichen Intelligenz, der Gesellschaft, den Kindern, den Jugendlichen näher bringen, weil es ein Feld ist, das sehr, sehr viel Reflexion erfordert, damit wir auch in Zukunft verantwortlich damit umgehen können. Und ich habe gerade hier gesehen, Sie haben das wunderbar aufbereitet, vorbereitet. Da kommt wirklich jeder auf jeder Niveaustufe ins Nachdenken. Das ist das, was Menschen brauchen und das ist das, was Bonn braucht. Menschen, die denken, die kluge Ideen weiterentwickeln. Also so für Jung und Alt quasi muss was dabei sein. Für Jung und Alt muss was dabei sein, aber auch für, wie soll ich das mal sagen, sehr gebildet und noch nicht so gebildet. Okay, gut. Was sich noch so entwickelt. Ja, und welche Rolle spielt denn das Deutsche Museum für die Region? Die Region ist ja 1 Million Menschen und rund um Bonn ist der Rhein-Sieg-Kreis. Und man muss das, glaube ich, insgesamt als eine Region sehen. Und von daher haben wir natürlich auch einen sehr intensiven Blick auf das Angebot als außerschulischer Lernort. Das ist das Deutsche Museum. Und es wäre natürlich schön, wenn dieses Angebot als außerschulischer Lernort noch viel mehr auch aus der Region heraus angenommen werden würde. Und ich habe die vergangenen Jahre, der Toni weiß das, auch immer weiter versucht, bei den Kollegen HVBs, Oberbürgermeisterinnen und Landräten aus der Region
ein Commitment zu erreichen, dass die sich nicht nur, dass sie nicht nur Schulklassen hier hinschicken. Wir haben auch Transportmöglichkeiten akquiriert mit den Busunternehmen. Wir hätten natürlich auch gerne gehabt, dass noch mehr auch finanzielles Commitment ist, weil gerade im Bereich der beruflichen Bildung, der Ausbildung, das eine ganz wichtige Einrichtung ist für junge Menschen, hier mal in die Geschichte reinzugucken, was möglich ist, dass sie halt wirklich mal ihre Klassenzimmer, ihre Schulen verlassen können und hier in einem außerschulischen Lernort dazulernen können. Und das ist unersetzbar und deshalb setze ich mich seit vielen Jahren dafür ein, dass dieses Deutsche Museum mit Unterstützung von Frau Niehaus am Leben bleibt. Und funktioniert das? Wird das Angebot auch angenommen von den Schulen, von den Lehrern? Da ist immer noch Luft nach oben und deshalb ist es ja auch so erfreulich, dass das jetzt noch wieder aktualisiert und modernisiert worden ist. Das macht das hier ja auch noch attraktiver und noch besser besuchbar und auffindbar. Und wenn ich eins im Leben einigermaßen kann, ist das Netzwerken. Und ich netzwerke gerade im Moment, glaube ich, mit einer ganz guten Perspektive. Vielleicht gerade dieses Finanzierungsdelta, was Professor Heckel genannt hat, dass wir das vielleicht zeitnah zufahren können. Ich kann da nicht zu viel zu versprechen, aber wir sind da in ganz, ganz guten Verhandlungen und es ist ja keine Unsumme. Ne? Ich meine, 200 oder 300.000 Euro ist natürlich schon viel Geld und wenn jemand diese dauerhafte Finanzierung machen muss, ist das ein Thema. Aber ich glaube, es muss uns das wert sein. Das Geld muss irgendjemand haben. Mhm. Und das sollten wir machen. Okay. Und wie trägt denn das Deutsche Museum Bonn zur Profilbildung Bonns bei? Also wir Bonner und Bonnerinnen sind natürlich super stolz darauf, dass Bonn nicht nur so international ist, sondern eben auch eine Forschungsstadt. Und in einer Forschungsstadt muss es einen Ort geben, den, da sagte ich ja gerade schon, wirklich jeder aufsuchen kann. Ne? Niederschwellig und jeder auch seine Freizeit verbringen kann. Und ich sage immer, am besten lernen wir, wenn wir aus Versehen lernen. Ne? Nicht so mühevoll, sondern einfach, weil es Spaß macht. Und deshalb ist dieser Ort hier genau der richtige für Bonn. Okay, und das passt auch mit, wir haben ja einen Rockstar, ja Beethoven quasi. Beethoven auf der einen Seite für die Kultur und das Deutsche Museum auf der anderen Seite für Technologie. Wir müssen auf jeden Fall immer vielseitig sein. Mhm. Jede Gesellschaft, jede Stadt, jeder Ort, der Rhein-Sieg-Kreis, genauso wie die Stadt Bonn. Wir sind auf vielen, vielen Gebieten aktiv und auf vielen, vielen Gebieten gemeinsam erfolgreich. Mhm. Okay, gut. Und das macht unsere Stadt natürlich auch so vielfältig. Ja, und wie trägt das Deutsche Museum Bonn denn zur Profilbildung der Region bei? Ja, wir stehen jetzt ja aktuell vor einer neuen Runde der Bonn-Berlin-Verhandlungen. Und es ist natürlich nicht zu erwarten, dass aus der Ecke Geld kommt, aber wir müssen insgesamt für die Region, für Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis, aber auch für Neuwied und Ahrweiler ein Profil entwickeln. So, und dazu gehören natürlich diese hervorragende Landschaft der Universitäten, auch der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, wo Sie ja scheinbar, ich bin immer so ein bisschen unsicher, wenn so viele Professoren... Nicht scheinbar, nein, sondern aber, wirklich. Nein, wenn so viele Professoren um mich herum sind, werde ich immer ganz bescheiden. Nein, was trägt das bei? Jetzt habe ich den Gedanken verloren. Also die Frage war, wie das Deutsche Museum Bonn zur Profilbildung der Region beitragen kann. Ja, ich hatte das Vergnügen, Professor Hoch zu erleben und den Rektor der Uni Köln letzte Woche. Und Professor Heckel, der wird jetzt wahrscheinlich in Ehrfurcht erstarren, wenn er hört, dass die Uni Bonn mehr Exzellenzcluster hat wie das ganze Land Bayern. Ne? Und wenn ich dann die paar Cluster von Köln noch dazu, dann kann sich nur noch Bayern München noch erfolgreicher nennen. Ne? Okay. Also Spaß beiseite. Wir haben hier eine tolle Hochschullandschaft mit ABC, Aachen, Bonn und Colonia. Wir haben die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und insgesamt passt halt das Angebot des Deutschen Museums da hervorragend rein, aber auch für die berufliche Bildung. Ich will noch einen ernsten Satz sagen, weil das möglicherweise in Bonn noch nicht angekommen ist. Es droht die Gefahr, dass das duale System scheitert. Und wir haben extrem zurückgehende Zahlen in den Berufskollegs. Das heißt, wir haben fast ein Drittel, mein Dezernent ist ja hier, Thomas Wagner, wir haben die Zahlen von der Bezirksregierung aktuell gehört, dass in den Berufskolleg des Rhein-Sieg-Kreises, wo wir sehr, sehr viele Millionen aktuell investieren, dass leider
die Zahlen sehr stark rückläufig ist. Und sogar hier in einem Berufskolleg in Bonn, im Bonner Norden, in der Kölnstraße Richtung, ich orientiere mich hier immer an Fußballstadien, Fußballplätzen, ne Toni, die haben 50% weniger Schüler. Und das macht mir sehr viel Sorge, das macht mir große Nachdenken. Und da kann das Deutsche Museum einen großen Beitrag zu leisten, dass wir durch das Angebot, dass wir die Menschen heranführen an diese berufliche Bildung, an MINT-Berufe, an ZDI, an diese Dinge. Und da spielt in der Zukunft, und das hoffe ich, dass das auch in Bonn ankommen wird, eine ganz, ganz große Rolle. Wir planen jetzt aktuell einen Gipfel zur beruflichen Bildung. Dr. Hille ist ja hier als Hauptgeschäftsführer der IHK mit seinem Präsidenten. Gerald Dün hat zugesagt, dass er kommt. Und da machen wir mal eine riesengroße Nummer, um diese berufliche Bildung in der Region wieder nach vorne zu kriegen. Und da spielt das Deutsche Museum eine große Rolle. Gut, dann ganz herzlichen Dank, liebe erste Bürgermeisterin und lieber Herr Landrat. Dann bitte nehmen Sie wieder Platz. Und ich bitte den Minister, Professor Andreas Pinkwart vom MWIDE, Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW, nach vorne. Ganz herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ich habe das eben schon gesagt, als wir uns gesehen haben, ich kenne Sie ja als leidenschaftlicher Verfechter von Innovation. Und Innovation ist natürlich eingebettet in das ganze Thema Digitalisierung. Wie sind Sie eigentlich bisher vorangekommen mit Ihrer Digitalisierungsstrategie in NRW? Noch nicht weit genug, aber wir sind, glaube ich, ein bisschen Fahrt aufgenommen, Nordrhein-Westfalen, was auch bitter nötig war. Das gilt auch für andere Teile Deutschlands, für Deutschland insgesamt. Wir neigen ja in Deutschland dazu, manche Dinge zunächst mal tief durchdringen und danach perfekt umsetzen zu wollen. Das ist bei der Digitalisierung sehr schwierig, weil Sie müssen dort erst mal anfangen und sich auch was trauen, und dann müssen Sie Erfahrung sammeln, und dann müssen Sie das Schritt für Schritt auch weiterentwickeln, müssen die Menschen mitnehmen. Die Menschen sind, wie sie sind neugierig, aber veränderungsscheu. Und diese Balance müssen Sie irgendwie hinkriegen. Sie müssen Sie über die Neugierde im Prinzip dazu veranlassen, dass Sie auch bereit sind, sich zu verändern. Und das klang bei der Bürgermeisterin schon an, nicht so viel Druck machen, ein bisschen Spaß machen, ein bisschen Freude. Wenn wir ganz ehrlich sind, warum haben wir alle ein Smartphone? Weil die Hersteller dieser Geräte und die Softwarehersteller es verstanden haben, uns mit netten Dingen erstmal zu unterhalten. Und einfach Social Media und so weiter in das Netz hineinzuziehen. Und wenn wir da mal drin sind, dann haben sie uns schon erwischt. Nicht? Dann sind wir für sie natürlich auch eine Quelle vieler Daten, die sie gewinnen können, und vieler Geschäftsmodelle, die man darauf aufbauen kann. Das merken wir dann vielfach gar nicht mehr, das läuft so nebenher. Aber wir fühlen uns einfach erstmal wohl damit. Mhm. Und wir kommen in Deutschland sehr häufig von so einer belehrenden Haltung. Ne? Also jetzt wollen wir mal alle Digitalisierung einführen. Ja, also das ist ja schon... Das funktioniert. Das funktioniert auch nicht. Mhm. Und das sehen wir auch in den Behörden, das sehen wir in den Schulen, überall, sondern wir müssen es so niederschwellig wie möglich machen. Wir müssen möglichst viele auch begeistern dafür und es dann zulassen, dass sie es auch selbst machen. Und ich glaube, damit, diesen Weg, haben wir in Nordrhein-Westfalen dann auch viele Fortschritte erzielt, auch bei der Digitalisierung der Landesverwaltung. Wir haben Modellministerien geschaffen, Modellkommunen eingerichtet und einfach die Leute erstmal machen lassen. Und es ist sehr interessant, weil ja viel auch gebasht wird, die Bürokratie und die öffentliche Verwaltung und so weiter. Das sind kluge, hoch engagierte Leute. Nur die müssen sie auch machen lassen. Und wenn sie das tun, dann sehen sie auf einmal, mit welcher Begeisterung Dinge möglich sind. Auch in unseren Schulen wird ja viel gesagt, da haben wir keine Digitalisierung. Wir haben sie noch nicht da, wo wir sie gerne hätten, aber ich habe viele Schulen in Nordrhein-Westfalen besucht, die eine ganz tolle Digitalisierung machen. Und zwar nicht erst seit Covid, sondern zum Teil seit 10, 15 Jahren, und zwar ganz hervorragend. Aber das kam von den Lehrern und Lehrern, das begeisterte die Schülerinnen und Schüler, und beide und zum Teil die Eltern wirken miteinander und entwickeln das. Und wenn man sie dann noch machen lässt und sie noch ein bisschen unterstützt, die technischen Geräte haben und so weiter, dann entwickelt sich das. Und deswegen glaube ich, wir müssen da viel spielerischer rangehen, wir müssen da viel mehr die Neugierde fördern, da an das Thema rangehen. Ich glaube, da sind wir jetzt schon auf einem etwas besseren Weg, als wir das vor einigen Jahren waren. Und ich glaube, man muss auch Digitalisierung als Prozess verstehen. Wenn man das jetzt mal als Projekt und auch als Ausprobieren versteht,
Können Sie uns noch so ein paar Beispiele geben, wo Sie sagen, da bin ich eigentlich ganz zufrieden, da haben wir das in ausreichendem Tempo vorangebracht. Und andere Sachen, Sie zögerten ja gerade so ein ganz klein bisschen, da gibt es noch Luft nach oben, andere Beispiele, an denen noch gearbeitet werden muss. Ja, ich sehe es, Digitalisierung wird nie fertig sein, das ist eine Daueraufgabe. Aber wir hatten sicherlich vor einigen Jahren noch stärker als heute schon alleine große Anstrengungen zu unternehmen, wenn es um die Infrastruktur ging. Also als ich hier anfing, haben wir 2018 eine Ausgangslage mal beschrieben. 2017 ging es los im Sommer, 2018 hatten wir die Ausgangslage. Wie viele Breitbandnetzanschlüsse haben wir für private Haushalte? Wie sieht es mit dem Mobilfunk aus? Und so weiter. Und da muss ich sagen, Nordrhein-Westfalen 2018, 9% der Haushalte hatten einen Gigabit-Anschluss. Also heute sind 70%. Da will ich jetzt sagen, das sind noch nicht 100%. Natürlich haben die 30% auch einen Internetanschluss, so ist es nicht, aber eben nicht in der Gigabitrate. Da ist also noch was zu tun. Aber wir haben erstmal den Durchsatz versiebenfacht. Das ist natürlich eine Anstrengung. Und das können wir für andere Felder auch sagen. Wie viele Schulen haben wir ans Glasfasernetz angeschlossen oder die Gewerbegebiete und so weiter. Da haben wir sicherlich kräftig aufgeholt. Wir haben Vertreter Telekom-Stiftungen. Wir haben mit Telekom, auch mit den Wettbewerbern, zusammen einen Mobilfunkpakt gemacht. Wir haben gesagt, wir müssen auch mit den Privaten zusammen versuchen, die Flächen besser zu versorgen. Mit LTE zunächst, dann mit 5G, da sind wir gut weitergekommen. Da sind auch noch nicht alle weißen Flecken, das wissen wir, die wir eher aus dem ländlich geprägten Raum kommen, geschlossen. Aber wenn wir ehrlich sind, sind schon viele Flecken in den letzten Jahren geschlossen worden. Wir haben auch die Mobilfunkunternehmen wirklich Wort gehalten. Wir haben das im Sinne eines PPP vereinbart. Und da will ich hier auch noch mal sagen, sowohl beim Breitbandausbau als auch beim Mobilfunkausbau sind wir am schnellsten weitergekommen in Verabredungen, die der Staat mit den Privaten getroffen hat. Hat Rahmenbedingungen vereinfacht, besser gesetzt und dann hat er die Unternehmen machen lassen. Alle staatlich geförderten Programme sind nach wie vor hochkomplex. Wir haben da Fortschritte erzielt, aber ein langer bürokratischer Weg. Und es ist sehr viel Steuergeld auch, muss man leider sagen, auch vielleicht auf dem Weg versenkt worden. Wir müssen uns auch zutrauen in Deutschland, dass wir auch die Anreize so setzen, dass Private bereit sind, ja, in diese Felder mehr zu investieren. Ich glaube, auch das haben wir verbessern können, aber auch da ist noch Luft nach oben. Okay. Sie haben also die Ausbaugeschwindigkeit gesteigert. Sie haben die Bedeutung der Gigabit, hochleistungsfähigen Gigabit-Infrastruktur noch mal unterstrichen. Sehen Sie das als Voraussetzung für die Digitalisierung, für den Blumenstrauß an digitalen Applikationen, die letztendlich dann auch in den Märkten verankert wird? Ja, absolut. Ich meine, das sehen wir im Alltag, wenn wir irgendwo unterwegs sind und dann funktionieren die Netze nicht. Wir sind ja so abhängig mittlerweile. Es soll ja Leute gegeben haben, die gezählt haben, wie oft wir unser Smartphone pro Tag berühren. 2563 Mal oder sowas, das ist erschreckend viel, nicht? Wen berührt man sonst 2563 Mal pro Tag? Ja, muss ich das mal fragen, oder pro Woche oder pro Monat? Also will nur sagen, das sind schon Abhängigkeiten und es geht doch jedem von uns so, wenn man das Gerät mal zu Hause liegen gelassen hat und fährt los, man ist ja förmlich hilflos. Also muss das überall funktionieren können, das ist die Erwartungshaltung. Und wir wollen ja dann auch Daten austauschen. Wir haben ja, also ich habe keine Akten mehr. Ich habe mein Ministerium seit 1992 komplett digitalisiert. Ich war dankenswerterweise schon etwas früher digitalisiert worden. Ich habe keine Akten mehr irgendwo mitgenommen, egal wo ich hingefahren bin. Aber dann musste ich natürlich entweder WLAN haben oder ich musste einen guten Empfang haben, sonst war ich nicht arbeitsfähig. Ob ich im Kabinett war oder im Landtag gesprochen habe oder im Bundesrat, das musste funktionieren. Nur dann konnte ich digital arbeiten. Ich will aber noch eins sagen, weil ich gerade auch dieses Beispiel erwähnt habe mit den Geräten. Neben den Netzen gehört auch die physische Infrastruktur. Wir haben das an den Schulen gesehen. Welch Skandal! In einem der reichsten Länder der Welt hatten unsere Lehrerinnen und Lehrer bis zur Pandemie vom Staat kein kostenlos zur Verfügung gestelltes Endgerät, um damit im Schulunterricht arbeiten zu können. Das haben wir erst durch die Pandemie geändert. 200.000 Lehrerinnen und Lehrer in Nordrhein-Westfalen, dank der Bundeshilfen, ergänzende Landeshilfen. Nicht alle Schüler haben, aber wir haben vielen jetzt helfen können. Im Ministerium, als ich dorthin kam, hatte nur die Leitungsebene entsprechende Geräte, alle anderen nicht. Ja, wie will ich ein Ministerium digitalisieren, wie will ich mobiles Arbeiten möglich machen, wenn ich die Geräte dafür nicht bereitstelle? Und es sind ja gemessen an den Erträgen, die wir daraus erzielen können, geringe Investitionen, aber die haben wir nicht geleistet, gerade im öffentlichen Bereich nicht. Und deswegen, auch das gehört zur Ehrlichkeit dazu, wir müssen
diese Investitionen auch tätigen, bereit sein dazu, sie zu tätigen. Und dann erst ist Digitalisierung möglich. Dann können wir erst mal richtig loslegen. Okay, gut. Also zur Kontakthäufigkeit mit dem Handy. Ich habe da heute ganz aktiv gegengewirkt. Ich komme gerade aus der Vorlesung. Sie haben es zu Hause liegen lassen. Nee, ich habe gesagt, alle Handys rein in die Tasche, weg vom Tisch, volle Konzentration auf die Vorlesung. Ne? Keine Ablenkung. Jetzt, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ne? Wir brauchen diese hochperformante Infrastruktur. NRW hat einen großen Sprung nach vorne getan, auch bei der Glasfaserversorgung natürlich, was ich auch durch eine eigene Studie untersucht habe. Wie ist das jetzt Voraussetzung für NRW als KI-Hochburg? Jetzt schlagen wir mal die Brücke in Richtung KI, denn Sie möchten ja KI hier viel stärker im Land NRW verankern. Ja, ich meine, KI setzt natürlich auf Systemen auf, braucht sehr viele Daten. Die müssen erstmal erzeugt, die müssen gesammelt, ausgewertet werden. Dafür brauchen Sie entsprechende Infrastrukturen, Sie brauchen auch eine entsprechende Software. Sie brauchen auch Partner, mit denen Sie das zusammen machen können. Ich komme gerade vom Uniklinikum Bonn, wo wir ein tolles Projekt für die nächsten Jahre fördern können, eines wirklichen Smart Hospital, wo alles digitalisiert werden wird und wo man in ganz anderer Weise auch mit Hilfe von KI und Hologrammen und so weiter in 3D die Operationen vorbereiten kann. Man kann sie mit den Kollegen in der Klinik besprechen. Man kann Sachverstand von außen in Echtzeit mit einbeziehen. Alles sensationelle Dinge. Man kann die Daten aber auch nutzen, um, so hatte ich zumindest vorhin angeregt, dank unserer Fraunhofer-Kollegen, die ja hier beim IAES in St. Augustin arbeiten und sich mit der Spracherkennung herausragend kennen. Die können auch Sächsisch, wie ich weiß, und Rheinisch. Und das ist sehr wichtig, wenn ich in einem Uniklinikum bin, auch für die Kommunikation mit den Patienten. Und auch gerade in einer Bevölkerung mit einem hohen Migrationsanteil ist sehr wichtig, dass wir KI nutzen, um deren Sprache besser verstehen zu können. Aber ich habe auch gesagt, ich verstehe ja Ärzte auch nicht. Ja, selbst wenn sie versuchen, mit mir in Deutsch zu sprechen. Aber ich habe das Fach Vokabular auch nicht präsent. Deswegen wünschte ich mir als aufgeklärter Bürger dieses Landes, wenn ich als Patient auf dem Venusberg bin, dass die ärztlichen Berichte und Befunde mir übersetzt werden. Das ist natürlich sehr anstrengend im klassischen Krankenhaus, da hat ja nie jemand Zeit. Aber wenn ich natürlich eine KI-basierte Sprachübersetzung habe, dann kann man mir das in meinem Sprachniveau, sage ich mal, erläutern und in meiner Sprache erklären. Und das trägt zur Patientenzufriedenheit auch bei, weil man viel besser weiß, was einem dort angetan wird, was dort geschieht. Man kann wiederum in Social Media sich mit seinen Freunden, mit Angehörigen austauschen, kann das teilen an Wissen. Und 50% ist auch in der Medizin Psychologie. Und der Heilungsprozess wird befördert, wenn man selbst weiß, worum es geht. Und wenn man Rückfragen hat, die auch beantwortet werden, die müssen nicht immer nur von Ärzten beantwortet werden oder von Krankenschwestern, die können auch von Chatbots beantwortet werden, wenn ich sie entsprechend auch mit Daten unterlegen kann. Und die Daten müssen wir erstmal erfassen können. Und jetzt bin ich wieder bei Ihrer Ausgangsfrage. Was muss natürlich das UKB auch noch besser machen, so wie wir das auch in der Verwaltung machen müssen? Die müssen erstmal die digitalen Patientenakten haben. Denn wenn sie die nicht haben, geht alles andere auch nicht richtig. Und da müssen wir uns natürlich auch öffnen, dass wir die Daten auch bereit sind, unter Datenschutzaspekten natürlich gesichert und so weiter, aber dass wir unsere Daten auch zur Verfügung stellen, dass sie ausgewertet werden können, dass wir eben damit zu besseren Ergebnissen kommen. Und ohne Daten funktioniert auch KI nicht. KI muss trainiert werden. Und je mehr sich daran beteiligen, umso leichter und schneller kann ich KI auch trainieren und umso leichter kann ich sie auch für die Bevölkerung nutzbar machen. Ist das so ein bisschen die Gretchenfrage, weil Sie auf die Daten nochmal so Bezug genommen haben, mehr aus den Daten herauszuholen, die Daten intelligenter zu lesen, zusammenzuführen und besser zu nutzen? Absolut. Wir brauchen dafür eine größere Offenheit, auch als Gesellschaft. Aber dazu gehört für mich auch in einer Demokratie und einer aufgeklärten Gesellschaft, in der wir uns bewegen, dass dem Bürger und auch dem Patienten Daten auch entsprechend verfügbar gemacht werden. Und wenn wir ganz ehrlich sind, fragen Sie sich mal selbst, wissen Sie auf Anhieb, welche Daten der Staat von Ihnen hat? Wissen Sie, welche Daten Ihre Krankenkasse oder Ihr Arzt wirklich von Ihnen hat?
Fahren Sie nach Estland und fragen mal, wie das da geregelt ist. Da wissen die Bürger, die machen ihr Programm auf, können die ID-Nummer eingeben und ihre Kennung und sehen, welche Daten der Staat von Ihnen hat und wer wann auf die Daten zugegriffen hat. Und das Gleiche sehen Sie bei den Gesundheitsdaten. Und so stelle ich mir eigentlich das Verhältnis Bürger-Staat vor. Bürger zum Gesundheit. Und da sind wir noch meilenweit von entfernt, auch in der digitalen Welt. Weil wir leiden vielfach darunter, dass wir versuchen, eine analoge Welt zu digitalisieren. Dann bleiben die alten Regeln und das alte Machtverständnis eines preußischen Staatsverständnisses weiter erhalten. Und daraus erwächst kein Vertrauen seitens der Bürger gegenüber dem Staat. Da müssen wir auch aufpassen. Das gehört hier in diesem Museum. Wir müssen diskutieren, wie komme ich denn zu den Ergebnissen der KI? Wie füttere ich die Systeme? Was kommt daran? Und wer kann das durchdringen? Und wer kann in einem demokratischen Gemeinwesen auch kritisch sich mit diesen Sachverhalten auseinandersetzen, ohne den Nutzen, der damit ja verbunden sein könnte, zu verfehlen? Denn wenn wir es richtig machen, haben wir alle mehr davon. Aber wir müssen es halt richtig machen. Genau. Und über diesen Weg müssen wir in einer offenen Gesellschaft streiten. Diktaturen brauchen das nicht. Hat an meiner Uni chinesische Studenten, da haben wir schon vor Jahren über die ganzen Themen diskutiert, Digitalisierung, KI, und haben die mich immer angestrahlt, wenn ich kritisch nachgefragt habe. Und haben die chinesischen Studenten immer gesagt, nein, wir lieben unseren Staat und wir vertrauen ihm. Wir geben ihm alle Daten. Das konnten deutsche Studenten nicht sagen. Ja, die konnten das nicht sagen. Da haben wir auch ein anderes Mindset. Da haben wir ein anderes Mindset dazu, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht auch mit Daten arbeiten könnten. Wir müssen uns nur den Weg aussuchen, dass der wirklich zu uns passt. Und da ist noch eine Menge zu tun, auch an Entwicklung. Ja, guter Punkt. Also Vertrauen letztendlich in die Datennutzung. Und ich denke daran, dass ich vor 2 Jahren, glaube ich, das letzte Mal im Silicon Valley war. Wir hatten tatsächlich auch diese Datennutzungsdiskussion. Und da sagten mir tatsächlich viele amerikanische Unternehmer und Manager auch, im Grunde viele amerikanische Konsumenten haben da total abgeschaltet. Sie haben im Grunde aufgegeben. Und das ist in Deutschland tatsächlich anders. Und deswegen ist es auch so wichtig. Gut, ja, wie können wir denn die Öffentlichkeit jetzt mitnehmen und welche Rolle spielt denn da das Deutsche Museum Bonn? Ja, für mich spielt das eine ganz herausragende Rolle und ich bin auch Herrn Heckel und Frau Niehaus und dem Förderverein und allen, die das die letzten Jahre so toll aufgegriffen haben, außerordentlich dankbar, dass sie sich des Themas annehmen. Denn wenn nicht hier, wo sonst, könnten wir über diese Themen sprechen und auf vielfältige Weise auch diese Themen vermitteln. Es ist ja etwas, das nahezu philosophische Dimensionen hat, aber auch sehr technische. Und vielfach kommen Menschen über die Technik nicht hinweg und können sich dann die tiefer liegenden philosophischen Fragen gar nicht stellen, weil sie glauben, die Technik nicht zu verstehen. Und das müssen wir leichter erklären. Und wenn man hier den Rundgang macht, ich hatte ja schon mal die Freude, mit Ihnen hier zumindest den Rundgang machen zu dürfen, dann sind das Übungen, die einen auch durchaus ein Stück herausfordern, aber die auch tiefere Einblicke in die Grundzusammenhänge eröffnen. Und ich glaube, das müssen wir befördern, je früher, desto besser. Und ich sehe das Deutsche Museum immer auch als eine Weiterbildungseinrichtung für Eltern und Großeltern, also für die noch Junggebliebenen, weil mit den Kindern und erst recht Enkelkindern lernt man ja viel leichter das Neue. Das haben wir ja auch in der Pandemie wieder gesehen, wo wir auch die über 80-Jährigen ins Internet geholt haben, meistens über die Enkelkinder. Weil man konnte sich nicht treffen, was vielen sehr wehgetan hat, in gewissen Phasen. Und haben die Enkelkinder gesagt, so jetzt bringen wir dir das mal bei, dann können wir doch über Social Media uns austauschen. Da haben wir doch einen direkten Kontakt. Das haben viele genutzt, nutzen es jetzt weiterhin. Aber es muss erst mal erklärt werden. Deswegen, das ist der Ort, wo Familien auch hingehen, unterschiedliche Generationen hingehen, die jungen Menschen nach Hause kommen, das Wissen teilen, diskutieren. Und das gehört mit zur Digitalisierung. Die jungen Menschen lernen ja ohnehin viel schneller in der digitalen Welt. Und wir müssen sie auch gewinnen als Übersetzer für uns, um das schneller zu verstehen und auch nachhaltig zu verstehen. Die Innovationszyklen verkürzen sich dramatisch. Das, was hier auch in der Ausstellung ist, wird auch viel häufiger erneuert werden müssen, weil wir so schnelllebig sind. Und deswegen ist das zentral, was wir hier machen, um Schritt halten zu können. Nicht nur bei den Kids, sondern bei den Familien insgesamt. Okay. Frau Grovi, das war eben auch Ihr Argument. Ne? Es muss über die verschiedenen Generationen auch funktionieren. Und dann ist das hier ein Ort, an dem man zusammenkommen kann.
Ich möchte gerne dieses Thema Technikbegeisterung, wie wir das sicherstellen können, auch weiter diskutieren und nochmal Herrn Heckel nach vorne bitten und Andreas Münch aus dem Vorstand des Fördervereins des Deutschen Museums Bonn. Andreas, du kannst hier gerne an meine Seite kommen. Ja, Technikbegeisterung, wie kann man das sicherstellen? Bleiben wir mal bei dem Punkt, den wir eben gerade adressiert haben. Ich glaube, geht das gut vor uns? Ja, oder? Nee? Sonst das hier vielleicht? Bitte sehr. Kann man mich hören? Ja, das könnte geht das noch lauter sein. Ich glaube, das könnte ein bisschen. So viel zu dem Thema Technik begeistert. Genau, wunderbar. und lernen. Und funktioniert dann. Also zunächst einmal zum Förderverein Wissenschaft Spaß. Wir sind ein sehr, sehr starker Förderverein. Und dieser Förderverein hat unendlich Spaß an Technik. Deshalb sind wir auch hier. Und wir haben viele Unternehmen gewinnen können, die sich die Frage stellen, was ist das denn eigentlich KI? Und wie kann man KI anfassbar machen? Und das ist die Triebfeder für uns, weil wir einfach sagen, das Thema Digitalisierung ist die eine Seite, aber die Schlüsseltechnologie ist definitiv die künstliche Intelligenz. Und die künstliche Intelligenz müssen wir, und das ist auch unsere Verantwortung, auch hier im Museum, jedem nahe bringen. Also nicht nur Kindern oder auch den Großeltern, die wir hier auch erleben. Nein, es sind auch Unternehmen, die sich zunehmend mehr und mehr uns anschließen und genau das Thema künstliche Intelligenz weiterverfolgen, weil wir werden nämlich auch nicht nur technisch, sondern auch kulturell eine große Veränderung mit dieser KI erfahren. Und deshalb ist es ganz gut, wenn man das erleben darf. Okay, ja, und lieber Professor Heckel, wie wichtig ist denn die Wissenschaftskommunikation gerade für künstliche Intelligenz, weil es da ja nun so viele Vor- und Nachteile gibt und das so kontrovers auch diskutiert wird? Also wir wissen ja alle, dass es Expertensysteme gibt, die sehr hilfreich sein können. Wenn wir beispielsweise eine Röntgendiagnostik bekommen, dann sind Expertensysteme heutzutage schon sehr gut in der Lage zu erkennen, oder jedenfalls den Röntgenärzten zu helfen, zu erkennen, was diese Aufnahme zeigt. Eine bessere Diagnose zu stellen. Mhm. Auf der anderen Seite aber sind wir uns sicher, dass das stimmt. Und wir haben hier oben ein Beispiel, wo man das lernen kann. Wo man hier oben in dem Erlebnisraum. Im Erlebnisraum. Mhm. Dort ist es nämlich beispielsweise so, dass ein künstliches Expertensystem, eine Bilderkennung, ein neuronales Netz, eine Kamera, man hält ein Pferd rein mit Punkten drauf. Also ein geschecktes Pferd. Ein Pferd mit Punkten. Mhm. Jetzt wird die künstliche, also eine Bilderkennung, ein Expertensystem. Jetzt wird die künstliche Intelligenz gefragt, was ist das? Und dann sagt das neuronale Netz, das ist ein Dalmatiner. Knapp daneben. Hat kürzere Beine. Warum? Was lernen wir? Hat vier Beine, hat einen Schwanz, hat einen Kopf, hat etwa die Physiognomie eines Hundes, aber vor allen Dingen hat es schwarze Punkte. Ein Mensch würde sagen, komisches Pferd, ne? Pferd mit Punkten, mit schwarzen Punkten, das gibt es gar nicht, ist fake. Die künstliche Intelligenz, die wir hier jetzt zeigen, die kann das nicht. Die hat sich vollkommen vertan. Die hat gesagt, das ist ein Dalmatiner, das ist ein Hund. Also aufgemerkt, aufgepasst. Okay. Und Wissenschaft zu kommunizieren geht immer dann am besten, das wusste schon unser Gründer Oskar von Miller, mit Knopfdruckexperimenten, hat er damals eingeführt, mit Beispielen, mit selber machen, selber dahinter kommen, zu verstehen, was dahinter liegt, die Chancen und die Risiken sehen, die Technik auch ein Stück weit zu durchblicken. Und das wiederum ist der Recruiting-Aspekt. Ich kann doch nur in Deutschland erfolgreich sein, wenn ich junge Leute auch begeistern kann, nicht nur, dass sie es anwenden, dass sie glauben, dass diese Expertensysteme irgendwo in anderen Regionen dieser Erde erfunden und von uns nur konsumiert, sondern wenn ich sie dazu bringen kann, dass wir selbst einsteigen. Start Coding habe ich mal diese Aktion mitgemacht mit Ranga Yogeshwar, der ja ein großer Freund auch unseres Deutschen Museums in Bonn ist. Das müssen wir selber tun, ja? Und nur tun, versetzt uns in der Lage, am Ende zu beurteilen, aber auch marktlich am Ende erfolgreich zu sein, wenn wir selber diese Expertensysteme, ein Stück weit jedenfalls, wenn Sie ein autonom fahrendes Auto benutzen, ist dasselbe Beispiel, ja?
Also wie wollen Sie ohne künstliche Intelligenz entscheiden können, ob Sie jetzt den Vordermann auffahren oder ob Sie dieses weiße Stück Plakat als Lastwagen oder doch als Plakatwand entdecken? Und das sind juristische Fragen, ja, die da auch dahinter stecken. Was tatsächlich, genau. Sie wissen, Waymo und so. Wir haben das erste autonom fahrende Fahrzeug bei uns im Deutschen Museum im Verkehrszentrum auf der Theresienhöhe in München. Das ist der Waymo Firefly. Der hat keinen Lenkrad. Und wenn die Leute sich da reinsetzen, die kriegen ja Angst. Die sagen, ja, aber ohne Lenkrad. Ja, ist denn dieses Expertensystem so zuverlässig? Kann ich dem vertrauen? Es geht auch um Vertrauen in die Wissenschaft. Und Vertrauen in die Wissenschaft kann nur über die, die es machen, über das Heranziehen von Menschen, sich in die Diskussion einzubringen. Nur so kann es geschehen. Ja. Auf allen Ebenen. Wie Herr Professor Pinkbach gesagt hat, das muss vom Kind, vom Jugendlichen, Schule bis hinauf zu den älteren Generationen geschehen, denn keiner wird sich ausklammern können von dieser Zukunft. Vielleicht nur die ganz, ganz Wohlhabenden erreichen, die Leute dafür haben, die das machen, aber besser man versteht selber, weil dann kann man nicht getürkt werden. Okay, jetzt fühle ich mich ein bisschen erwischt, weil ich bin Tesla-Fahrer und dieses Beispiel kenne ich natürlich, dass das autonome System etwas falsch interpretiert. Seitdem bin ich auch ein bisschen vorsichtiger und habe die Hände immer schön am Lenkrad. Ja, jetzt kann ja auch so eine Diskussion, das haben wir ja gerade gehört von Professor Hecke, in die falsche Richtung gehen. Es kann Vorbehalte gehen. Wie können wir das aus Ihrer Sicht denn überwinden und Begeisterung forcieren? Ja, man muss sich nur mal ins Technikmuseum dann nach München begeben und sich nochmal zurückerinnern, wie wir angefangen haben, zum Beispiel mit der Automobilität. Da glaubten ja auch einige Menschen, als die Eisenbahn erfunden wurde oder das erste Auto, bei km/h 30 Stundenkilometer käme Schwindel auf und so weiter. Das mag dem einen oder anderen tatsächlich auch passiert sein. Möglicherweise, ja. Und die ersten Fahrzeuge waren auch noch nicht so gut, muss man auch dazu sagen, und nicht ganz so sicher. Im Übrigen fuhren die alle mit Chauffeur. Das muss man auch noch mal sehen. Der berühmte Spruch heißt ja von Henry Ford, nicht? Also es wird niemals mehr als 1000 Automobile geben können, weil so viele Chauffeure gibt es gar nicht. Genau. Und jetzt sehen wir, nicht nur in Großbritannien, sondern auch hier in Deutschland, dass die Logistikunternehmen ein riesiges Problem haben, Lkw-Fahrer zu finden. Das muss man auch mal sehen. Und wir haben uns einfach daran gewöhnt, dass die Autoindustrie, die war natürlich clever, die hat dann irgendwie gesagt, wir müssen doch mehr Autos verkaufen. Also haben sie uns das Fahren beigebracht. Wir haben alle braven Führerschein gemacht und das Auto selbst repariert und so weiter. Aber jetzt, wir entwickeln uns eigentlich zurück zu den Anfängen des Automobils. Wir haben dann halt nur einen elektronischen Chauffeur, der das alles für uns erledigt. Und wir können uns dann der Dinge erfreuen während der Fahrt. Das ist eine ganz andere Lebensqualität. Da sieht man natürlich auch, was man dem Konsumenten gelegentlich zumutet. Der merkt das nur gar nicht. Der merkt das auch bei E-Commerce manchmal nicht, was er alles für Nebentätigkeiten mit übernimmt. Oder auch beim Supermarkt, wo ja für alles irgendwie zuständig erklärt wird. Also wir können mit neuen Technologien die Dinge auch wieder bequemer machen. Und zwar nicht nur für vielleicht 1% der Bevölkerung, die sich das leisten können, sondern für möglichst viele. Und das heißt, wenn wir nach Hause kommen, dann hat der Robot schon das Menü vorbereitet. Elektronisch ist die Ware schon mal geliefert worden, der Robot hat sie angenommen und so weiter. Die KI kann das auslesen, wen haben wir zu Besuch, weil der Kalender wird natürlich gelesen. Dann wird abgecheckt, ist im Kühlschrank noch genug drin, welchen Wein trinkt der Besuch, da muss noch nachgeordert werden. Darum müssen wir uns doch gar nicht mehr selbst kümmern. Das hat auch ein wohlhabender Haushalt, der kümmert sich doch nicht darum, der hat doch ganz andere Themen. Der muss ja sein Handicap verbessern. Und da kümmert er sich doch nicht darum, ob der Kühlschrank genau das enthält, was der Gast abends will. Das wird in Zukunft die KI lösen für uns. Im Smart Home, Smart Kitchen laufen ja schon die Sachen. Wunderbar. Und das heißt ja nicht, dass das Leben für uns dadurch unangenehmer werden könnte, sondern im Gegenteil, wir können uns endlich mal mit dem beschäftigen, was uns wirklich Freude macht. Und ich glaube, unter dem Gesichtspunkt müssen wir das sehen und in den Anfängen, da passieren schon mal Unannehmlichkeiten, da funktioniert nicht alles 100%, aber wenn ich jetzt mal zurückblicke, allein die letzten 5 Jahre, was da alles möglich geworden ist und wenn wir jetzt sogar sagen 10 Jahre mit der Entwicklung des Smartphones, was ist heute in diesen Jahren alles anders geworden im Vergleich zu der Zeit davor? Und es sind nur 10, 12 Jahre, die wir jetzt überschauen können. Und deswegen würde ich sagen, wir sind in einer so tollen Welt, die uns so schnelle Fortschritte bringt,
mit anfänglichen Problemen hier und da auch, aber einem hohen Maß an Perfektion, schon in der frühen Übersetzung, auch von Fahrzeugen. Und wenn ich den Einsatz noch sagen darf, Tesla, Mercedes fährt hier auch schon relativ gut teilautonom. Manche glauben, das ist noch weit weg. Das ist ganz nah. Das ist ganz nah. In den nächsten Jahren werden wir die autonomen Systeme sehen. Vielfach Intralogistik, aber dann zunehmend wirklich in der klassischen Anwendung. Und unsere Kinder oder Enkelkinder, die werden dann sagen, haben wir immer schon so gehabt. Wie war das denn vorher? Ja. Also das Ausprobieren gehört auf jeden Fall mit dazu. Und diese Einstellung gefällt mir gut, dem Kunden oder dem Menschen das Leben leichter zu machen. Ich war tatsächlich neulich in der Eifel bei so einem ganz traditionellen Markenartikelhersteller in der Bauindustrie und wir haben so einen Digitalisierungsworkshop gemacht und der Spruch war tatsächlich, wie schaffen wir es mit digitalen Tools, dem Kunden das Leben leichter zu machen. Ne? Und das ist es eigentlich. Und dann akzeptieren wir es nämlich auch. Jetzt haben wir auch dabei Johannes Schlaab von der Deutschen Telekom Stiftung. Warum engagiert sich denn die Deutsche Telekom Stiftung so stark für das Deutsche Museum Bonn? Ja, die Deutsche Telekom Stiftung ist eine MINT-Bildungsstiftung und es gibt seit 2003, also wir sind jetzt gerade erwachsen geworden und ich glaube, Gründe sind genug genannt worden, warum man in dem Bereich was machen sollte. Wir sind bundesweit tätig, operativ, aber von Anfang an eben hier in Bonn auch in besonderem Umfang. Und wir sind auch seit Anfang an mit Adrian Nierhaus sozusagen im Geschäft gewesen. Wir haben über 18 Jahre, vielleicht sind es 15 Jahre, wo wir zusammenarbeiten, eine Menge schöner Projekte gemacht. Die Experimentierküche oben haben wir gemeinsam gemacht, den Laborführerschein, der dort stattgefunden hat. Und ja, wir sehen eigentlich auch unsere, also Bildung findet ja vor Ort statt. Deswegen haben wir hier in Bonn auch gesagt, hier wollen wir was mehr machen, als wir das woanders machen. Wir sind seit 2016 mit einem Projekt, das nennt sich Chancenbildnet Bonn, in Bonn halt verstärkt unterwegs und wir haben halt diesen Blick auf das Bildungsökosystem. Und wir sind nun mal eine Stiftung, die Geld hat, das ist schön, aber wir können die Projekte nicht selber machen. Und wir brauchen vor Ort einfach Institutionen wie das Deutsche Museum, die diesen Bildungsauftrag umsetzen. Wir können das unterstützen und hier finden sich immer wieder auch Partner. Wir haben das mit dem Rhein-Sieg-Kreis auch in schönen Projekten schon gemacht. Mit der Stadt Bonn machen wir ganz viele Projekte. Und das funktioniert eigentlich immer nur dann, wenn alle Seiten sich an einen Tisch setzen und gucken, was haben wir eigentlich, welche Ressourcen hat jeder Einzelne und wer kann was dazu beitragen. Und das passiert, und da bin ich sehr froh drüber hier in Bonn, wirklich auf Augenhöhe, sind fast freundschaftlich in vielen Bereichen und sind tolle Sachen entstanden. Und wir haben vor, also wir haben über die Jahre jetzt 900.000 Euro hier ins Museum schon investiert. Das sind dann im Schnitt 50.000 im Jahr, wenn man das umrechnet auf 18 Jahre. Fast immer projektorientiert, weil das ist halt so, wie ich es gerade beschrieben habe. Der letzte Betrag, der ging aber dann mehr oder weniger in den Erhalt des Museums auch, weil wir gesagt haben, wir brauchen einfach das Deutsche Museum hier, um die tollen Projekte, die wir seit Jahren machen, weiterführen zu können und entsprechend den Kindern und Jugendlichen was angedeihen zu lassen. Und insofern bin ich total froh, ich bin gleich fertig, dass einfach diese Ausstellung jetzt auf den Weg gebracht wurde, dass das Land sich bereit erklärt hat, Gelder reinzugeben, dass die Stadt auch hier investiert hat und würden uns natürlich sehr wünschen, dass es da weitergeht. Jetzt ist ja die Deutsche Telekom global agierendes Unternehmen und jetzt engagieren Sie sich hier lokal, regional. Passt denn das zusammen? Ja, der Stiftungszweck im weitesten Sinne ist halt, den Technologie- und Innovationsstandort Deutschland zu fördern. Das ist so, war der Auftrag. Die Stiftung ist gegründet worden damals, als der PISA-Schock kam. Und haben wir gesagt, okay, wir wollen in die MINT-Bildung. Und natürlich geht es dann auch um Nachwuchs. Also das ist jetzt, für uns geht es darum, Kinder und Jugendliche für diese Themen zu begeistern. Und am Ende bleiben vielleicht ein paar übrig, ja. Mhm. Und ist nicht diese Begeisterung auch sowieso sehr wichtig für die Deutsche Telekom? Denn es sind ja technologische Produkte, ja, die ja später auch von einem Klientel aufgegriffen werden sollen. Genau, ich meine, das hat der Heckel gerade gesagt. Es geht natürlich darum, jeder von uns nutzt seine Geräte und es geht genau uns auch darum, dass man hinterguckt, dass man ausprobiert, dass man auch selber entwickelt. KI ist ein großes Thema. Wir haben ein Brettspiel unterstützt, verteilen das bundesweit, das nennt sich Mensch-Maschine und da kann man halt analog das Konzept erkennen, was eigentlich hinter künstlicher Intelligenz steht. Ja. Also, ja. Okay, gut. Aber das ist verständlich. Und dann auch natürlich langfristig investiert. Ne? Genau. Also, Herr Professor Pinkwart hat es gesagt, Telekom investiert in Netze
und in die Stiftung. Da sind wir sehr froh drüber und am Ende haben wir vielleicht alle was davon. Jetzt nutze ich mal die Gunst der Stunde und frage nicht nur, was kann die Telekom-Stiftung denn machen, sondern was kann ja unsere Hochschule auch machen, um die Technikbegeisterung sicherzustellen. Professor Ihne von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Also nach dem Ritt jetzt das nochmal zusammenzufassen, ist sehr schwierig. Aber ich denke, es sind ein paar wichtige Keywords gefallen. Herr Pinkwart hat von der philosophischen Dimension des Museums gesprochen. Das hat auch was mit der philosophischen Dimension von Technik zu tun. Und wenn man jungen Menschen klar macht, was man eigentlich damit machen kann, inwieweit Technik dazu dient, ein Leben überhaupt gestalten zu können, ich glaube, dann erreicht man einen wichtigen Punkt, Technik auch zugänglicher zu machen. Ich nehme mal das Smartphone, das Beispiel. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Erfolg dieses Smartphones damit zusammenhängt, dass es eine Art anthropologische Konstante gibt, dass wir kommunizieren müssen. Wir verlängern die Kommunikation in unendliche Weiten hinein und das merken Menschen, dass dann Technik wertvoll wird, wenn sozusagen ihr Ich die Möglichkeiten und Fähigkeiten des Ichs verlängert werden. Beim Automobil war es dort genau das Gleiche. Das ist deswegen so erfolgreich, weil wir genetisch veranlagt sind, uns zu bewegen in der Welt. Wir wollen frei sein, herumflitzen und das kann man auch nicht einfach zurücknehmen. Also ich glaube, wenn man zeigen kann, was man damit alles machen kann, wie man Leben gestalten kann, dann wird das akzeptiert und junge Leute nehmen das auf. Wir arbeiten jetzt gerade an der Frage, wie kann man Digitalisierung nutzen, um Nachhaltigkeitsfragen zu lösen. Das ist überhaupt noch nicht erschlossen, das Thema. Digitalität und Nachhaltigkeit, da sind solche Potenziale drin. Und das jungen Menschen nahezubringen, ich glaube, das hilft. Okay, so, passt das super zusammen. Ja, Professor Ihne und Herr Schlapp, ganz herzlichen Dank auch für Ihre Unterstützung und Ihre Statements. So, jetzt haben wir gerade über Technologie, künstliche Intelligenz, Akzeptanz im Markt gesprochen. Jetzt kommen wir mal von der strategischen Flughöhe wieder zurück zum operativen. Wie kann denn der Förderverein ganz konkret das Deutsche Museum Bonn unterstützen, nach vorne bringen? Also danke für die Frage. Es war sehr, sehr gut. Wir haben natürlich auch mit den Mitgliedern haben wir einige Unternehmen gewinnen können, die in dem KI-Bereich unterwegs sind. Wir haben von den Mitgliedern selber auch gehört, dass es ein enormes Interesse ist, KI hier erlebbar zu machen. Wir haben uns entschieden vom Förderverein, dass wir heute Abend hier den Expertenkreis für KI bekannt geben werden. Und dieser Expertenkreis KI wird das Museum unterstützen in den Exponaten, wird das Museum auch unterstützen in Richtung Schule, Ausbildung, Dinge, die wir hier erleben wollen und die Sie auch demnächst hier erleben können. Und für uns ist ganz, ganz wichtig, das, was wir hier im Museum spielerisch sehen, das den Unternehmen, den Kindern nahezubringen, um auch vielleicht, Sie hatten es vorhin angesprochen, wir haben Fachkräftemangel, wir haben wahrscheinlich zu wenig Lkw-Fahrer, wahrscheinlich haben wir morgen zu wenig Nachwuchs, die auch in der Lage ist, KI zu beherrschen oder auch zu programmieren. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt hier für NRW, dass wir einen solchen Standort hier haben, des Austauschs zwischen Jung und Alt. Und der Fächer, wie gesagt, geht so unendlich auf. Ich habe vorhin nur überlegt, können wir eigentlich von einer Verdopplung sprechen? Jens, ich glaube, wir kennen uns von früher. Da haben wir Telefonnetze noch gebaut, da haben wir gedacht, ISDN und zwei Kanäle ist super. Mhm. Aber heute haben wir hier 80 Applikationen. Reicht nicht aus. Und das Ganze geht halt eben so weiter und vor allen Dingen, es ist exponentiell, es verdoppelt sich nicht. Wir haben hier vorhin einige Beispiele genannt. Ich könnte Beispiele bringen aus der Cyberkriminalität. Wie kriegen Sie Angriffe weltweit analysiert? Wie kriegen Sie zum Beispiel bei Versicherungsunternehmen entsprechende Erkenntnisse, wie der Schadensregulierung läuft, wie man es verkürzen kann? Es gibt ein unendliches Potenzial und das gilt es einfach hier erlebbar zu machen, aufzuzeigen. Dafür stehen wir. Genau. Ja, das, was wir damals gebaut haben, das war bei Mannesmann Othello, als wir uns kennengelernt haben, da haben wir noch über 64 Kilobit pro Sekunde gesprochen. Diese Geschwindigkeit reicht heute definitiv nicht mehr aus. Jetzt setzt ja der Förderverein, das Deutsche Museum auch sehr, sehr stark auf Partnerschaften mit den Unternehmen. Kannst du uns dazu noch mal was sagen? Wie funktioniert das, dieses Dreieck Unternehmen, Förderverein, Deutsches Museum Bonn? Das ist ein ganz wichtiger Part. Also wir haben hier aktive Unternehmen, die uns nicht nur finanziell unterstützen und vor allen Dingen auch mit ihrem Know-how. Also wir haben einige Mitglieder, die das Know-how immer mit einbringen. Wir sind hier im engen Dialog mit der Museumsleitung, mit Andrea
und diskutieren hier auch über entsprechende Exponate. Was wir machen wollen, ist auch entsprechende Programme oder anbieten. Und so haben wir uns auch vorgestellt, dass wir in diesem Jahr einen KI-Expertenkreis, und zwar in Form einer Abendveranstaltung, hier anbieten wollen, mit hochkarätigen Rednern, um einfach auch hier Unternehmern den Zugang zu dieser Technologie zu ermöglichen. Okay, und dann auch dieses Ausprobieren, was wir gerade diskutiert haben, anzustoßen. Okay, eine sehr, sehr gute Idee. Gut, damit möchte ich auch zum Ende kommen und Sie um die Vervollständigung von zwei Sätzen bitten. Nämlich erstens, das ist immer schwierig. Wo steht denn die künstliche Intelligenz in 5 Jahren? Punkt 1. Und wo steht denn das Deutsche Museum Bonn in 5 Jahren? Professor Hecke. Zur Frage 1, noch ganz am Anfang. Zur Frage 2, das Digitalmuseum Nordrhein-Westfalen wird eröffnet sein. Das klingt gut, das ist eine schöne Perspektive. Das Große. Das Große, okay. Gut, Professor Pinkwart. Da kann ich anschließen, natürlich ist KI noch am Anfang, da kommt noch eine ganze Menge mehr. Aber dahin kommen wir natürlich nur, wenn das Deutsche Museum Bonn auch weiter wächst und sich weiterentwickelt. Das ist ganz klar. Wir haben ja in den letzten Jahren, das will ich hier in dieser netten Runde sagen, einiges mit anstoßen können. Das ist bis Ende 2022 auch bewilligt. Wir wollen sehen, dass das auch fortgesetzt wird. Immer schön, wenn man auch viele Fans im Ministerium selbst dafür hat gewinnen können. Herr Burger ist einer davon, Herr König andere, die das hier sehr unterstützen. Also wir hoffen, dass wir das weiter, auch noch ein bisschen mehr als bisher, fördern können. Und dann wünsche ich mir, dass im Bonn-Berlin-Vertrag tatsächlich ein International Digital Museum in Bonn vom Deutschen Museum Deutschland mit begründet wird. Das sollte schon unser Anspruch sein. Wir haben Global Player mit Telekom und anderen hier. Wir haben das BSI hier, lieber Schönbohm. Also da muss schon an, nicht, das in die nächste Kategorie. Und unter dem macht Herr Heckels auch nicht. Sowieso nicht. Das muss unser Ziel sein. Und bis dahin bringen wir weitere Flughöhe mit all den Unterstützern. Und ich möchte mich seitens des Landes bei Ihnen allen, vor allem bei den Unterstützern, ich das auch noch sagen darf hier, bei Ihnen natürlich auch, Herr Böcker, aber vor allem bei Frau Niehaus, ganz, ganz herzlich bedanken, was Sie hier auf die Beine gestellt haben. Es ist wirklich großartig. Und Sie haben es auch über eine Dürreperiode geführt. Aber ich glaube, es passt sowas von in die Zeit. Besser geht es nicht und deswegen muss es weiter wachsen. Das wünsche ich dem Deutschen Wunderbar. Museum Bonn. Und Andreas Münch. Abschließend, grande Finale, KI in 5 Jahren und das Deutsche Museum in 5 Jahren. Also KI in 5 Jahren ist extrem schwer, weil wir uns das Exponentielle gar nicht vorstellen können. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Museum Bonn einen gebührenden Platz hier in Bonn bekommt, eine der wichtigen Institutionen hier im Rhein-Sieg-Kreis werden wird und vor allem mit so einer markanten Ausstellung eine Duftmarke hier in der Region setzt. Wunderbar. Dann ganz herzlichen Dank Ihnen. Schön, dass Sie da waren. Und ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Das war mir ein großes Vergnügen. Und das Wichtigste ist eigentlich, und da waren sich alle Gäste auch einig, nämlich der Erfolg von KI und der Erfolg des Deutschen Museums Bonns gehören zusammen und sind aufs Engste miteinander verwachsen. Das ist eigentlich die Kernaussage. Wunderbar. Sehr schön. Gut, Andrea, dann bitte ich dich nach vorne. Ja, genau. Guten Abend. Guten Abend, liebe Gäste, nun auch von meiner Seite. Das war eine ganz wunderbare Eröffnungsfeier. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten hier vorne auf der Bühne. Und ich bedanke mich natürlich auch bei allen sozusagen hinter den Kulissen, an Kamera, Ton und allen, die im Verborgenen gewirkt haben. Und bin ehrlich gesagt noch ganz geflasht. Ich muss mich erst mal ein bisschen beruhigen. Ja, und vom Managementforum zum Museumsforum, lieber Jens Böger, du hast hier wunderbar souverän durch den Abend geführt. Auch dir ein ganz herzliches Dankeschön. Das war wirklich toll. Ja, und die vielen Fragen, die offen geblieben sind oder die nicht gestellt worden sind,
die können Sie jetzt gemeinsam bei einem kleinen Imbiss und bei Getränken zu sich nehmen, die Sie oben auf der Galerie finden. Sie merken schon, ich bin hier so ein bisschen für die organisatorischen Dinge nur noch zuständig. Aber das wird sich vielleicht noch ändern. Gucken wir mal. Auf jeden Fall, Sie finden die Galerie, wenn Sie die Treppe hochgehen und sich direkt links halten. Aber vielleicht möchten Sie auch erstmal einen Blick in die neuen Erlebnisräume. Ich hoffe, Sie sind jetzt ordentlich neugierig geworden werfen. Da erwarten Sie schon meine Kollegen, zum Teil in den orangenen T-Shirts, unsere Museotainer, die winken bitte alle mal. Ganz genau, die warten sozusagen auf Sie, um Ihnen das, was wir hier in den letzten 2 Jahren geleistet haben, zu zeigen, zu erklären, mit Ihnen in Dialog zu bekommen. Und Museumsarbeit ist vor allen Dingen Teamwork. Und auch wenn mein Name hier wirklich häufig fiel und ich bin wirklich sehr dankbar und wie gesagt, bin noch ganz emotional mitgenommen. Hinter mir steht ein kleines kreatives Team, das wirklich in den letzten 2 Jahren Höchstleistung gebracht hat. Das ist wirklich toll, dass wir hier wirklich unter schwierigen Bedingungen fast 40% unseres Museums bereits umgestaltet haben. Also ich hoffe, Sie haben jetzt sozusagen Gelegenheit zu sehen, die Ergebnisse. Aber ich habe mir auch für die Eröffnung Hilfe besorgt, Verstärkung. Ich darf Ihnen hier vorstellen, ich glaube, ich muss jetzt hier auf den Kopf drücken und wie von Zauberhand. Oh. Ich freue mich über alles, was in den letzten Monaten hier schon geschafft wurde. Und ich bin sehr gespannt, was alles noch kommt. Das Deutsche Museum Bonn soll das zentrale Forum für KI in NRW werden. Helft alle mit, damit wir das schaffen. Und jetzt viel Spaß in den neuen Erlebnisräumen. Und das ist die offizielle Eröffnung. Das ist die offizielle Eröffnung. Hier wird nicht mehr altmodisch ein rotes Band durchgeschnitten. Das ist viel moderner. Genau. Ich wollte gerade noch sagen, ob das die Zukunft ist. Ne? Jens, hier unsere Zukunft. Ne? Die Museumsleiter, die Moderatoren, die Wissenschaftler von morgen. Ich hoffe nicht. Und wie weit wir gehen wollen, das haben wir alle selber in die Hand. Mission KI, erleben, verstehen, mitgestalten. Deswegen haben wir das auch so genannt. Und jetzt wünsche ich Ihnen und uns wirklich schöne Gespräche. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank an alle Partner, die uns unterstützen. Und ich hoffe natürlich sehr, es wird weitergehen. Die Hoffnung stirbt zuletzt.